Hallo Mädels, willkommen zu ein paar Party-Look-Styling-Tipps für die männlichen Wesen und einer anschließenden Verlosung. Es ist Samstagabend und unsere Männer machen sich bereit für eine feuchtfröhliche Nacht. Dazu natürlich zuerst ganz wichtig das passende Outfit. Eine fesche Hose und damit sie auch dort bleibt, wo sie hingehört, noch ein schicker Gürtel dazu. Dann das passende Oberteil, jetzt im Sommer natürlich kurzärmlich. Das Kettchen kann draußen baumeln oder reingesteckt werden. Bequeme, schöne Schuhe zum Abtanzen noch dazu und dann sind sie auch schon fertig. Doch ein schickes Outfit ist nicht alles, natürlich gehört noch die passende Frisur dazu. Dazu stelle ich euch heute vor, mein männliches Model aus persönlichen Gründen anonymisiert, aber wir brauchen ja auch nur seine Haare. Nach dem Haarewaschen mit dem Handtuch die Haare ein bisschen trocken reiben und dann als erstes Stylingprodukt ein Volumenschaum einmassieren, ja, auch bei den Männern. Dazu benutze ich heute von Wella Shockwaves Shine and Volume Mousse für langanhaltendes Volumen und Glanz mit Hitzeschutz auf der Stufe 2 oder alternativ das Power Volume für Langzeitvolumen und Hitzeschutz mit Stufe 5. Dazu nehmt ihr ungefähr eine apfelgroße Menge, verreibt es ein bisschen in den Händen und verteilt es dann über dem gesamten Haar. Jetzt benötige ich bitte noch einen Kamm, danke, um das Mousse im gesamten Haar gleichmäßig zu verteilen. Wenn der Herr einen Scheitel hat, dann ziehen wir ihn natürlich auch jetzt und anschließend kommt der Föhn. Hi! Nachdem jeglicher Widerstand gegen das Föhn bekämpft worden ist, werden die Haare rund um den Kopf getrocknet, indem man mit der anderen Hand einfach ein bisschen durchwuschelt. Der Scheitel wird natürlich wieder mitbeachtet, aber so kann man doch nicht auf die Partypiste gehen, da muss doch noch mehr passieren. Deswegen kommt jetzt ins Spiel das Wella Shockwaves Recreate Styling Wachs mit Langzeithalt für remodellierbare, definierte Styles auf der Festigungsstufe 3. Von der Konsistenz her ist es ein wenig fester, aber zwischen den Fingern dann trotzdem streichfähig. Das wird zwischen den Handflächen verrieben und auch zwischen den Fingern verteilt, sodass ihr einfach nur richtig schön ins Haar reingreifen und ein bisschen rumstrubbeln müsst, um einen schönen Stand zu erzeugen. Wie wild es dabei werden soll, hängt von eurer persönlichen Vorliebe ab oder der eures Schatzes. Und anschließend auf der größeren Scheitelseite die vorderen Strähnen glatt schräg nach unten streichen und im hinteren Bereich durch Zupfbewegungen noch ein bisschen mehr Stand verleihen. Das gleiche auch auf der anderen Seite machen und am Hinterkopf richtig schön in die Haare reinpacken und sie auch hier nach Belieben ein wenig nach oben strubbeln. Das war's auch schon mit dem Wachs. Und um das Ganze jetzt noch zu fixieren, benutze ich von Shockwaves Shine and Hold Spray für langanhaltenden, flexiblen Halt und Glanz mit Festigungsstufe 4. Damit kann man entweder nochmal einzelne Strähnen aus einem geringeren Abstand modellieren oder es einfach in einem größeren Abstand als Finish über die gesamten Haare sprühen. Das ist der klassische Style Nummer 1. Nicht zu wild, aber auch nicht zu brav, doch mit einem schönen Volumen. Variante Nummer 2. Um ein bisschen mehr out of bed mäßig auszusehen, können wir jetzt ganz einfach mit den Fingern durch die Haare strubbeln und damit die erste Frisur in Sekundenschnelle ein bisschen abzuwandeln und aufzupeppen. Dazu einfach so viele Strähnen, wie ihr möchtet, einfach ins Gesicht streichen oder zupfen. Das wirkt auf jeden Fall nochmal 5 Jahre jünger. Den Hinterkopf bearbeiten wir im Backhand-Style und das in einer Linie bis hoch zum Oberkopf. Das wäre Variante Nummer 2. Und mit Nummer 3 geht es jetzt noch ein bisschen mehr hoch hinaus. Das heißt, wir kämmen die Haare im Mittelbereich der Stirn wie eine Tolle nach oben und nach hinten. Und zwar über die gesamte mittlere Kopflinie. Dabei werden die Haare wieder ein bisschen vom Kopf weggezupft und einfach nochmal mit Haarspray fixiert. Die Haare über den Ohren und an der Schläfe werden nach vorne gezupft und abschließend die Tolle nochmal gerichtet. Und das ist das abschließende Ergebnis. Toll gestylt, mal was anderes, ein bisschen außergewöhnlicher, vor allem wenn die Haare der Jungs ein bisschen länger sind, so wie hier, ist das eine super Alternative zum einfachen Legen, passt im Übrigen auch super zu etwas vornehmeren, aber doch stylischen Outfits, zum Beispiel zu Hemd und Hose, mit denen ja auch abends viele weggehen. Und somit habt ihr hier insgesamt 3 Look-Vorschläge, euch fallen bestimmt noch 500 weitere ein. Und wenn ihr solche habt und meint, hey, diese Shockwaves-Produkte, die könnte ich auch gebrauchen, dann ist das jetzt eure Chance, eines von 5 Shockwave-Sets zu gewinnen. Und zwar jetzt, direkt hier in diesem Video. Also postet einfach einen Kommentar unter das Video, warum gerade ihr dieses Shockwave-Set gewinnen wollt. Voraussetzungen sind, seid bitte Abonnent meines Kanals und favorisiert dieses Video. Teilnahmeschluss ist Freitag, der 13.05. Bis dahin könnt ihr so oft teilnehmen, wie ihr wollt. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Glück beim Gewinnspiel. Danke fürs Zuschauen und bis später. Tschüss, eure Niki.